Arbeit mit Menschen mit eingeschränkten gesundheitlichen Möglichkeiten. Das Thema ist für mich nicht ganz einfach. Erstmals, dass ich mich damit beschäftige und dass ich auch persönlich engeren Kontakt zu diesen Menschen hatte und mit ihnen Zeit verbrachte. Natürlich sieht man auf der Straße Menschen mit eingeschränkten gesundheitlichen Möglichkeiten. Vielleicht gibt es auch im Bekanntenkreis derartige Menschen. Aber eine richtige Vorstellung, wie diese Menschen ihr Leben organisieren, haben wohl die Nicht-Betroffenen nicht. Und so war ich besonders dankbar, als mir eine Gruppe junger Frauen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich mit diesen Menschen verschiedener Altersgruppen beschäftigten, die Möglichkeit gab, an Treffen teilzunehmen, mit zwei jungen Männern zu sprechen, Zeit zu verbringen, gemeinsam zu basteln. In liebevoller Arbeit hatten die Frauen eine Räumlichkeit in den Kaliningrader Nordbergen für die Betreuung von Menschen mit eingeschränkten gesundheitlichen Möglichkeiten eingerichtet. Und Alina, die Leiterin der Gruppe, machte mich mit Philipp und Jegor bekannt. Alina schlug vor, dass wir gemeinsam in zwei Betreuungsstunden an einem Bild arbeiten. Natürlich jeder an seinem Bild. Die Arbeit, zuerst die farbliche Gestaltung mit Wasserfarben und in der zweiten Unterrichtsstunde das Ausschneiden und Aufkleben von Puzzleteilen, forderte die körperlichen Möglichkeiten der beiden. Nein, forderte auch meine Möglichkeiten, denn mit einer Schere die Figuren auszuschneiden, erwies sich auch für mich als nicht ganz einfach. Umso mehr war ich neidisch, wie Philipp und Jegor diese Aufgaben meisterten. Und ohne jegliche Übertreibung, mir gefallen die Arbeiten von Jegor und Philipp besser als mein eigenes Kunstwerk. Noch habe ich nicht viel von beiden erfahren. Sie leben in ihren Familien, die Eltern kümmern sich um sie. Philipp hat sogar eine abgeschlossene Berufsausbildung und interessiert sich insbesondere für Arbeiten mit dem Computer und sucht nun einen Arbeitgeber, der gerne mit ihm arbeiten möchte. Jegor hat andere Interessen. Er zeigte sich künstlerisch und zeichnet in seiner Freizeit sehr viel. Und wenn Sie einmal auf einige seiner Arbeiten schauen, geben Sie zu, Sie hätten nicht gedacht, dass Jegor hier der Autor ist, oder? In Kaliningrad kümmert man sich intensiv um Menschen mit eingeschränkten Möglichkeiten. Es gibt Hilfsfonds, Hilfsorganisationen. Der Transport dieser Menschen wird individuell mit Spezialbussen organisiert, denn der Kaliningrader Nahverkehr ist gegenwärtig hierfür noch nicht vorbereitet. Arbeitgeber, die diese Menschen einstellen, werden durch den russischen Staat besonders gefördert. 55% aller arbeitssuchenden Menschen konnten bisher im Kaliningrader Gebiet vermittelt werden. Im Kaliningrader Gebiet leben 71.000 Menschen mit eingeschränkten Möglichkeiten. 20.500 davon sind arbeitsfähig. Für die Schaffung eines Arbeitsplatzes stellt der russische Staat Subventionen bis zu 100.000 Rubel zur Verfügung. An vielen Stellen wird versucht, das Leben für diese Menschen leichter zu gestalten. So gibt es schon jetzt an 5 Stellen in Selenogradsk, Pionersk, Jantarny, Primorje, Badestrände, die für mobilitätseingeschränkte Bürger vorbereitet sind. Freiwillige stehen dort bereit, um sich mit den Menschen zu beschäftigen und zu helfen. Und in Kaliningrad gibt es einen Exkursionsbus. Natürlich nicht nur für die Kaliningrader mobilitätseingeschränkten Bürger, sondern auch für unsere Gäste. Der Bus wird insbesondere für Exkursionen in das Kaliningrader Gebiet genutzt. Es gibt sogar Exkursionsleiter mit eingeschränkten gesundheitlichen Möglichkeiten, die einen Ausbildungskurs absolviert haben und nun andere Bürger bei diesen Exkursionen begleiten. Insgesamt ist Kaliningrad bemüht, die Bedingungen für Bürger und Gäste der Stadt und des Gebietes mit eingeschränkten Möglichkeiten ständig zu verbessern. Kaliningrad Domizil bleibt an diesem Thema dran. Und wir werden von Zeit zu Zeit über das Leben von Philipp und Jegor berichten.